herzlich willkommen zu unserem allerersten Treppenhausgespräch, unserem neuen Format. Wir möchten ja hier jedes Mal dann einen Experten, eine Expertin entsprechend begrüßen. Heute ist das Carola zu einem ganz speziellen Thema. Das ist natürlich hier sehr passend, Mediation. Wir wollen also entsprechend uns gemeinsam unterhalten. Treppenhausgespräch heißt ja vorher eben auch Gespräch, heißt eben nicht nur Vortrag, sondern wir möchten uns über viele Einzelheiten dabei entsprechend unterhalten. Du kannst natürlich entsprechend das Thema wunderbar darstellen und ein bisschen vortragen. Und wir wollen natürlich entsprechend auch wieder ins Gespräch kommen, um auch wirklich auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und natürlich auch entsprechend Aktuelles einfach auch dann hier aufnehmen zu können. Mhm. Und eine kleine Frage zum Anfang natürlich, wie das immer so ist. Mediation ist ja einfach ein Thema oder ein Begriff, mit dem viele vielleicht noch nicht hundertprozentig etwas anfangen können. Ja. Und oft ist sicherlich so, dass man sagen kann, ja, Mediation, Streitschlichter. Das ist ja vielleicht so die erste Assoziation, die ich entsprechend bei so einem Begriff habe. Wie stehst du zu dem Begriff und wäre das eine entsprechend passende Übersetzung? Also für mich ist dieser Begriff nicht so passend, weil Streitschlichter heißt für mich, dass derjenige, der schlichtet, aktiv eingreift in den Prozess. Also der macht vielleicht auch Vorschläge und urteilt vielleicht auch manchmal, sagt, Mensch, das war aber nicht so toll von Ihnen oder so. Und das ist das, was Mediation oder ein Mediator nicht machen sollte und auch in der Regel nicht macht. Also der schlägt weder was vor, noch bringt er seine eigenen Ideen, Gefühle, Beurteilungen in den Prozess mit ein. Das sollte also außen vor bleiben. Und deswegen finde ich Streitschlichter nicht passend. Das ist mir einfach zu aktiv in den Prozess eingreifend. Ja, das umreißt ja das Thema schon etwas präziser. Ich glaube, mit deinen eigenen Worten kann man sich doch schon etwas besser etwas darunter vorstellen. Um das noch etwas hervorzuheben, würde ich gerne von dir wissen, wie läuft denn so eine Mediation ab? Also nehmen wir an, ich habe ein Bedürfnis, ich komme zu dir grundsätzlich und was passiert dann? Also wie würde der entsprechende Prozess dann aussehen, dass du entsprechend dann tätig wärst? Grundsätzlich muss sich der Konflikt für eine Mediation eignen. Das heißt, ich frage erstmal grob, worum es geht. Lass mir das schildern aus der Sicht desjenigen, den ich vor mir habe. Und meistens gibt es ja mindestens noch eine andere Konfliktpartei dazu. Die würde ich dann auch gerne befragen. Das heißt, ich höre von dem ersten auch nicht so viel über diesen ganzen Konflikt, weil es mir eventuell schon ein Bild suggeriert, was ich eigentlich gar nicht haben möchte, denn ich möchte ja beide Seiten gleichberechtigt hören. Und deswegen frage ich immer, ob die zweite Partei oder die anderen Parteien, können ja auch mehrere sein, ob die auch damit einverstanden sind, eine Mediation durchzuführen. Und kläre dann auch ab, wie das weiter vorwärts gehen soll. Also ob ich die anderen kontaktieren soll und denen das vorschlage oder ob die Partei, die bei mir ist oder mit der ich spreche, das vorschlagen möchte. So wäre der Start. Du hast gesagt, es gibt Situationen, die für eine Mediation geeignet sind und welche, die nicht geeignet sind. Hast du vielleicht jeweils ein Beispiel, wo es wunderbar funktionieren könnte und wo es vielleicht einfach Schwierigkeiten gäbe? Also geeignet sind eigentlich fast alle Konflikte, Partnerschaft, Familie, Generationenkonflikte, Geschäftsübergaben, Streitigkeiten in Vereinen, Organisationen, also eigentlich da, wo Konflikte sind, kann man auch immer versuchen, eine Mediation einzusetzen. Wo ich persönlich sagen würde, es eignet sich nicht. Das sind so Fälle, die schon entweder schon so weit fortgeschritten sind, dass man vielleicht schon vor Gericht war, oder wo man sich so auseinandergelebt hat oder zerstritten hat, dass ich merke im Erstgespräch, dass da gar nicht so die Bereitschaft da ist. Also wenn jemand wirklich zu mir kommt und sagt, ich will das aber so und ich will mein Recht haben, dann ist die Bereitschaft nicht da, weil eine Mediation bedeutet, man muss eben auch Kompromisse eingehen und das, wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert der Prozess auch nicht. Ja, also wenn es zu verhärtet ist, sowohl in der persönlichen Begegnung als entsprechend auch jede Person, jede Partei quasi selbst. Nur so eine Bereitschaft quasi. Richtig, ja. Da hätte ich auch die Frage, wie ist denn das? Klar, wenn zwei Parteien erkennen, dass sie eben ein Mediationsbedürfnis haben, ist sicherlich der Einstieg auch deutlich leichter. Wie sieht das jetzt aus, wenn nur eine Partei auf dich zukommt
und die andere mindestens skeptisch dem gegenübersteht. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, erschwert ist. Macht es auch möglich? Oder wie würde man dann da rangehen? Das erschwert es eventuell, kommt aber auch immer darauf an. Wenn derjenige bereit ist zu kommen, also derjenige, der eigentlich nicht so positiv eingestellt ist, ist es meine Aufgabe, erstmal den Prozess zu erklären und auch diese Angst zu nehmen. Weil viele kommen oder viele, die Angst davor haben, meinen, sie werden verurteilt oder beurteilt und man verlangt vielleicht etwas von denen, was sie nicht bereit sind zu geben. Und das ist ja eben nicht der Fall. Und da ist meine Aufgabe, den Prozess zu erklären und denen zu sagen, dass meine Aufgabe auch ist, allparteilich zu sein. Also ich bin sowohl für die Bedürfnisse des einen wie für des anderen zuständig und gucke, dass alle zu ihrem Recht kommen. Also eine wirklich sehr externe, unabhängige Person natürlich. Genau. Du hast ja auch gesagt, dass du am Anfang bei den Erstgesprächen noch gar nicht zu viel Details brauchst von jeder Person, von jeder Partei, sondern dass du entsprechend auch am besten natürlich parallel, was natürlich nicht geht, aber ne, grundsätzlich möglichst parallel dich über die Gesamtsituation einfach informierst. Genau. Und natürlich klar, wenn man so viel weiß von einer Partei, kann es natürlich entsprechend auch beeinflussen. Dem entgehst du ja letztendlich. Richtig. Ne? Genau. Vor allem, weil dann auch schon je mehr die erzählen, desto mehr Gefühle und Beurteilungen kommen ja da auch rein. Mhm. Und das ist etwas, was ich im ersten Schritt gar nicht hören möchte. Mhm. Das kommt dann später. Ja. Das wird alles dann verarbeitet, aber vorerst nicht. Genau. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, also ich war jetzt quasi bei dir, ich habe meine Gegenpartei quasi mitgebracht, wir sind entsprechend uns einig, dass wir uns von dir ja helfen lassen möchten. Mhm. Wie läuft denn so eine Mediation dann konkret ab? Vielleicht hast du einfach ein Beispiel, eine Beispielsituation, ohne natürlich jetzt, also anonym natürlich, klar, logischerweise natürlich ist Mediation immer eine sehr heikle Angelegenheit, mit sehr viel Vertrauen verbunden natürlich. Aber so grob so eine anonyme Situation, die du vielleicht uns ein bisschen näher bringen kannst, dass wir das Ganze auch ein bisschen als Beispiel vielleicht auch verstehen können. Also es gibt grundsätzlich auch so einen Prozess mit verschiedenen Schritten, den ein Mediator für sich abarbeitet. Das merken die Konfliktbeteiligten natürlich nicht, aber das ist hilfreich und ist so ein Leitfaden, an dem man sich langhangelt, den man auch befolgen sollte. Und der erste Schritt ist eben, dass man sich von beiden den Konflikt schildern lässt. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass beide möglichst gleich viel Redezeit haben. Und anfangs werden auch Regeln aufgestellt, also dass man sich nicht gegenseitig beschuldigt oder beleidigt, anschreit oder dass man einfach so eine gewisse Form wahrt. Und dass eben auch jeder, der erzählt, von sich erzählt. Also immer erzählt, wie er die Situation empfunden hat und eben auf alles verzichtet, was sagt, ja, dann hat der das und das gemacht, sondern eben einfach erzählt, wie man das selber erlebt hat. Im zweiten Schritt versuche ich dann aus einer konkreten Situation, die mir geschildert wird, die Bedürfnisse und Gefühle, die dahinter stecken, nochmal herauszuhören. Und das ist oft schon ein Prozess, wo schon vieles sich klären kann oder so eine Aufweichung, finde ich, stattfindet, weil jeder merkt, oha, das ist ja nicht nur so ein Kotzbrocken, den ich da vor mir sitzen habe, sondern der hat ja auch Gefühle und Bedürfnisse und das erleichtert dann auch schon vieles. Und dann im weiteren Schritt, also ich liste das dann auch auf, also ich mache denen das auch sichtbar. Das wird angeschrieben auf Karten oder auf einem Flipchart. Und diese Prozesse sind da unterschiedlich lang. Also das kann mal Stunden dauern, bis so alle Gefühle und bis das so alles erarbeitet ist. Und im nächsten Schritt würde ich zum Beispiel dann die Konfliktbeteiligten bitten, dass einer erzählt, was er vom anderen verstanden hat, wie der die Situation erlebt, was der für Gefühle, Bedürfnisse hat, dass man das also so spiegelt. Und auch da kommt dann oft schon viel Verständnis. Und durch dieses gegenseitige Wiedergeben erreicht man eben auch nochmal so ein anderes
verstehen bei demjenigen, der zuhört. Da kommt dann auch dann manchmal so raus, dass man sagt, nee, so habe ich das gar nicht gemeint oder ja, eigentlich ist es genau das, was derjenige vielleicht gar nicht so gesagt hat und derjenige, der es wiederholt, gibt es in seinen Worten wieder und das verdeutlicht dann nochmal vieles. Und am Ende einer Mediation guckt man natürlich auch, wie kann man, wenn es jetzt zum Beispiel ein Nachbarschaftsstreit ist, wie kann man in Zukunft friedlicher miteinander leben? Und dann versuche ich eben mit den Konfliktbeteiligten Regeln aufzustellen, die ich allerdings auch wieder nicht vorgebe, sondern das sind Vorschläge, die kommen von den Konfliktbeteiligten. Die werden auch aufgelistet und dann guckt man am Ende auch, wie realistisch ist denn das? Oder je nach Konflikt guckt man, was kann ich zuerst umsetzen, was braucht vielleicht Vorbereitungszeit, was braucht sowieso ein bisschen länger, dass man dann am Ende so eine Vereinbarung hat, wo sich beide dran halten. Ja, und dann, je nachdem, wie die Konfliktbeteiligten das möchten, kann man entweder sagen, gut, wir setzen uns in 6 Wochen nochmal zusammen und gucken mal, ob die erarbeiteten Punkte auch wirklich funktionieren oder ob wir noch nachbessern müssen. Ja, oder wenn die sagen, nö, passt erstmal, dann ist auch gut. Also es ist immer so, dass die Konfliktbeteiligten Mediatoren sagen, die sind die Experten für ihren Konflikt und die entscheiden eigentlich auch, wie es am Ende abläuft. Das ist immer ein sehr individueller Prozess. Genau. Muss man sagen. Ja. Also kein, nicht immer so nach dem Motto Schema X oder so etwas, immer das Gleiche. Nein. Obwohl natürlich auch quasi von gewissen Abläufen gesprochen hast, ja. Sind die also aber immer auch dann auf die Konfliktparteien abgestimmt. Richtig. Dass man dann guckt, wer ist das, wie ist der Konflikt überhaupt, etc. Ja, genau. Ja. Wie ist das jetzt, wenn, also was ich interessant finde, ist natürlich tatsächlich, dass du sagst, es kommen keine Vorschläge von dir. Mhm. Das würde aus meiner Sicht nochmal den Unterschied zu einem Streitschlichter vielleicht auch charakterisieren, dass der oft dann doch Vorschläge macht, auf die sich dann die Beteiligten einigen müssen. Die sind oft vielleicht von der einen Partei vielleicht nicht 100%ig gerecht empfunden. Der andere hat ein emotionales Problem, vielleicht weil das Gefühl hat, es wird ihm etwas aufgezwungen eventuell. Ja. Also das könnte sicherlich auch dazu führen, dass solche quasi Lösungen nur kurzfristig sind. Richtig. Und schnell die Konflikte wieder dann aufbrechen. Aber wenn man vielleicht tatsächlich eben die Lösungen von den Parteien im Prinzip erarbeiten lässt, kann ich mir auch vorstellen, dass das Ganze eben etwas auch Druck rausnimmt. Richtig, und es ist in der Regel auch nachhaltiger. Also wie du schon richtig gesagt hast, auch Gerichtsprozesse enden ja meist damit, dass einer Recht hat und einer Unrecht. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist aber belastet, zwischen den Parteien. Und das ist bei einer Mediation eben auch Ziel, dass man eben wieder, dass es die Beziehung schont und eventuell sogar wieder verbessert. Ja, also vor allem geht es hier um die Personen und nur im zweiten Schritt quasi eigentlich um das Problem, das konkrete Problem. Also nehmen wir einen Nachbarschaftsstreit beispielsweise. Mhm. Also es geht ja vielleicht oftmals viel mehr um das persönliche Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn, als dass der Baum dort tatsächlich irgendwelche Blätter verliert. Das an sich wäre vielleicht, wenn es ganz neutral wäre, leichter zu regeln, als wenn die Parteien bereits sehr emotional in der Situation einfach auch gefangen sind. Ja, richtig. Und oft stecken hinter sachlichen Konflikten ja auch Gefühle oder irgendwelche Erfahrungen aus der Kindheit oder sowas, was man dann unbewusst mitschleppt und auf den anderen projiziert und da quasi seine nicht verarbeiteten Gefühle rauslässt und eigentlich liegt das Problem ganz woanders. Ja, merkt man tatsächlich, das ist ein sehr psychologischer Prozess auch oft. Ja, auch. Grundsätzlich tatsächlich, dass man auch mit den Leuten wirklich sehr in die persönliche Tiefe auch manchmal gehen muss. Ja, das stimmt. Eben um die Sachen. Und natürlich nochmal extra sehr, sehr sensibel natürlich auch. Ja. Deswegen ist klar, dass man natürlich auch sehr sensibel mit den gesamten Personen, aber auch mit Sachverhalten natürlich auch umgehen muss. Ja, das stimmt. Klar, es sind meistens irgendwo auch Verletzungen oder wirklich Gefühle, die tief gehen und
Ja, da kommen natürlich auch Tränen, und aber letztendlich, wenn das alles verarbeitet ist oder mal ausgesprochen ist, dann ist es eben auch gut. Da gehört es einfach zum Prozess dazu. Ja, ich glaube auch, dass das in die andere Person sich mal reinzuversetzen, sicherlich immer ohnehin schwierig ist, aber ich glaube, mit einer Hilfe deutlich einfacher ist, das auch mal zu testen. Ja. Da würde ich mal zu gucken, wie geht es dem anderen denn eigentlich? Wie ist denn seine Position? Und gerade, wenn die Positionen etwas verhärtet sind, eben auch aufgeregt sind, ne, und quasi auch selber sehr emotional verbunden ist mit dem Konflikt, glaube ich, ist das schwierig, alleine das zu machen. Es gibt selten Motivation dazu. Das stimmt. Und da, glaube ich, ist eine Hilfe von außen, die eben nicht wertend auftritt, ja, grundsätzlich, doch auch sicherlich sehr, sehr nutzbringend. Richtig. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn ich die Sätze, die ich höre, wiederhole oder beziehungsweise das Gesagte in meine Worte fasse und dann nochmal wiedergebe, wie ich es verstanden habe, dann ist das auch bei dem jeweils anderen, wird es anders aufgenommen. Also dann ist automatisch nicht so dieses negative Verhalten da, wo ich denke, was hat der jetzt, sondern das ist einfach wird neutraler aufgenommen. Ja. Und dadurch ist auch schon wieder mehr Verständnis da. Dann ist man bereit, Sachen anders zu hören. Ja. Wenn man wirklich in einem starken Konflikt ist, dann ist es ja fast manchmal egal, was der andere sagt. Ja, richtig. Man redet grundsätzlich negativ, weil es der andere sagt. Richtig, und dann ja. Ist vielleicht nicht verkehrt, mal aus einem anderen Mund zu hören oder vielleicht auch einfach mal mit anderen Worten. Richtig, jeder hat ja seine eigene Sprache und vielleicht versteht der einfach meine Sprache nicht. Das stimmt. Und wir reden aneinander vorbei beispielsweise. Ja. Auch das ist sicherlich dann mit einer dritten Person eventuell dann leichter. Ne? Das ist genau so, ja. Das stimmt. Jetzt haben wir ja vor allem über das Thema persönliche Konflikte, also du hast ja Beispiel genannt, vielleicht den Erbschaftsstreit, vielleicht den Nachbarschaftsstreit, in Familien kommen ja auch öfter mal Konflikte entsprechend dann auch vor. Wie ist das denn in dem Bereich vom Berufsumfeld? Ne? Wir sind ja auch ein Verein, eben auch für Unternehmer, Unternehmerinnen grundsätzlich, und da kann ich mir vorstellen, in Unternehmen selbst kommen ja auch immer wieder Konflikte vor. Ja. Wäre auch da ein Mediator, eine Mediatorin dann vielleicht auch nützlich? Und in welchem Bereich könnte man sich das vorstellen? Also ich finde es sehr nützlich und ich würde mir das auch wünschen, dass das viel öfter genutzt wird. Denn gerade auch so am Arbeitsplatz oder auch die Erkrankungen, die psychischen Erkrankungen stehen, meine ich, inzwischen an zweiter Stelle, an zweithäufigster Stelle von allen Erkrankungen und eben dann auch damit verbunden oft Ausfalltage. Und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass das öfter eingesetzt wird, dass Vorgesetzte und Firmenchefs genauer hingucken, wo gibt es Konflikte in Teams, in Abteilungen oder wo hat vielleicht auch jemand persönlich einfach einen Konflikt, ne, dass man einfach da mal hinschaut und das anbietet, denn, also ich bin sowieso davon überzeugt, dass dann von so einer Mediation alle gewinnen können. Auch der Vorgesetzte, der Chef, der spart sich da eine Menge Ärger und eventuell läuft es hinterher sogar im Team besser, denn alles, was, oder die Zeit, die für Konflikte aufgewendet wird, das ist ja eine Zeit, ich sage jetzt einfach mal, wo kein Geld verdient wird, ne? Sondern wo auch nicht gearbeitet wird, sondern wo eben gestritten wird. Und das kann man sich sparen. Oder eben durch schlechte Motivation der Mitarbeiter. Ja, das ist ja auch eben ein Effekt. Ja. Das heißt also, es ist nicht immer nur diese Anführungsstrichen 1:1 Situation. Und du kannst dir auch vorstellen, so eine Mediation auch in einer Abteilung vielleicht mit mehreren Parteien. Auch das wäre also etwas, was die Unternehmenskultur, die Mitarbeiterkultur vielleicht auch wirklich dann nachhaltig verbessern kann. Richtig, genau. Ja, sehr schön. Ja. Ich glaube, da haben wir erstmal wirklich einen ziemlich guten Überblick, glaube ich, gewonnen, was eben Mediation leisten kann, dass durchaus sehr sinnvoll ist, auf jeden Fall in vielen Fällen darauf zurückzugreifen. Ja. Sicherlich gibt es manchmal so eine Scham eigentlich, aber du hast ja vor allem gesagt, als völlig neutrale Person, als nicht wertende Person, ist die eigentlich gar nicht notwendig. Also man muss sich gar nicht schämen, sondern man kann sagen, wir haben hier einen Konflikt, da kommen wir jetzt nicht weiter. Hilf uns mal bitte. Genau. Genau. Und es geht auch nicht um falsch und richtig. Also das hatte ich auch schon, dass Leute dann
eben mitten im Konflikt gesagt haben, so nach dem Motto, oh, habe ich jetzt alles falsch gemacht in letzter Zeit? Und dann ist es mir wirklich wichtig zu sagen, es geht hier nicht um falsch und richtig, sondern sie haben es einfach, oder ihr Gegenüber hat es einfach anders wahrgenommen, als sie es gemeint haben. Ja. Es geht nicht um falsch und richtig. Und deswegen, es gibt eigentlich am Ende auch keine Verlierer in so einer Mediation, denn es profitieren eigentlich in der Regel beide davon. Also wieder ein Miteinander herzustellen. Ja. So quasi, genau. Genau. Da können wir kurz unser Motto natürlich, ne, miteinander, miteinander mehr möglich machen, passt natürlich wunderbar dazu. Aber genau darum. Genau, ja. Genau, also tatsächlich eben den Konflikt aufzulösen, ja, und nicht eben ein Gerichtsurteil zu sprechen. Richtig, ja. Genau, genau. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Da sehe ich eine Frage da hinten. Susanne. Das brennt mich schon unter den Nägeln. Oh ja. Das war eigentlich eine Fernsehserie. Die läuft jetzt irgendwo wieder. Ich vergesse auch immer, wie sie heißt. Sagt doch, Paul Kemp heißt sie, glaube ich, auch wirklich. Das ist dieser, das ist der Mediator. Ich meine, das ist eine österreichische Serie. Die habe ich geguckt, das ist etliche Jahre her. Und dann saß ich davor und habe gedacht, das könnte ich eigentlich auch. Das war wirklich so. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, man muss wahrscheinlich studieren oder was auch immer. Und habe mich dann irgendwann auf die Suche gemacht, grundsätzlich nach etwas, was mir wieder mehr Herausforderungen bietet. Also meinen Job mache ich seit über 30 Jahren und irgendwann kann man alles. Ist zwar immer noch auch interessant, aber so ein bisschen fehlten mir die Herausforderungen. Und dann habe ich gesucht, ich glaube, ich habe letztendlich auch 2 Jahre gebraucht, bis ich das dann gefunden habe, weil es musste zeitlich möglich sein neben der Arbeit, es musste finanziell möglich sein und es musste natürlich auch sein, was ich aus Überzeugung mache. Und für mich ist es jetzt so eigentlich meine Berufung und ja, dann habe ich das gemacht und finde es toll.